Ja, nachdem man ab und zu immer mal wieder etwas verblüfft wird. Ja, also. So sieht es schon nicht schlecht aus, aber was er dann hier macht, irgendwas haut er noch nicht so richtig hin. So richtig hochregeln kann ich den nicht. Mega Potti, Mega Transistor. Naja, kann ja nicht alles funktionieren, ne? Aber was funktionieren sollte, ist mit einer Bedini-Ansteuerung, ne, ganz normale Bedini-Ansteuerung, einen Schrittmotor zum Laufen zu bekommen. Ja, nachdem ich jetzt schon zum dritten Mal so einen Tipp bekommen habe, wie man, oder dass man das doch ganz einfach mal versuchen sollte, ne, solche Schrittmotoren an die Bedini-Steuerung anzuschließen, habe ich es einfach mal gemacht. Okay, ja, gucken wir uns erstmal, wie das Ding innen drin ausschaut. Ne? Moment. Seht ihr das? So, und zwar haben wir hier zwei verschiedene Seiten mit Magneten drauf. Ne? Also Magneten sind es. Wo habe ich einen, dass ich es euch demonstrieren kann? Hier haben wir einen. Ja, hier ein Magnet, ne? Aha, also ist die äußerste Seite Plus, da Minus, da wieder Plus und da wieder Minus. Okay, also Südpol, Nordpol, Südpol, Nordpol. Und diese Zacken sind immer... Jawohl, ihr seht, wie die Zacken angeordnet sind, ne? Also hier einmal Nordpol, Südpol, Nordpol, Südpol. Und die Zacken immer so ineinander versetzt, ne? Seht ihr, dass hier die Zacke versetzt ist mit der und die mit der und die mit der. So, von der Wicklung her, wie schaut es da aus? Aha, ganz normal eigentlich, ne? Ja. Und das soll jetzt mit dem Bedini-Motor funktionieren, also mit dieser Bedini-Ansteuerung. Okay, na denn. Body, Transistor und der Schrittmotor. Bei 12 Volt, noch haben wir nichts. Halt, hier machen wir leise. Okay. Wow! Und bei einer ordentlichen Stromaufnahme. Das ist ja gar nicht. Ordentlich. Und der hat. Der hat ja mal ordentlich Kraft hier. Krass, kann man noch ein bisschen regeln? Na, kann man. Sogar regeln lässt er sich einwandfrei. Also. Die Bedini-Steuerung, diese selbsttriggernde, ist wirklich Gold wert. Klappt einwandfrei. So, was ist das nochmal genau für ein Motor? Das war also ein so einer gewesen hier. Aha. Ja, ich glaube, damit kann man ein bisschen was anfangen.